Hallöchen und damit wieder ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Life is Strange. In den letzten 2 Wochen kamen ja leider keine Folgen, das lag aber auch daran, dass ich im Urlaub war. Aha, ja, ich hatte Urlaub. Ja, was soll ich da machen? Aber jetzt geht's endlich weiter. Bin auch schon gespannt, ich habe keine Ahnung, ich glaube, wir waren sogar hier. Oder habe ich das Spiel gecrashed und es fängt von vorne an? Nee, sieht nicht so aus. Isn't this awesome sauce? Totally reminds me of when we were kids. Come on, Slowpoke! Hold on! Ja. Ja, wir sind Max. I've been here in forever. So why do I feel like I was just here? Whoa. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Ja, das ist es. Max sieht immer aus wie so ein verschrecktes Reh. Sie läuft immer so durch die Gegend, als würde sie gleich, würde sie permanent von einem Fernlicht angestrahlt werden. Naja, was soll's. Okay, was haben wir denn hier? Oh, guck mal. Hello, cute little squirrel. You and me. Stare contest. Ha, ich hab gewonnen. Yeah. Staring contest. Accomplished. Okay, wir sind auf dem Weg zum Lichthaus. Und da Chloe oben... Better not cause me trouble. Genau. Vielleicht beschwimmen wir jetzt den Hurricane herauf. Oh, alles vollgebildet. Naja, so, ich habe noch grobe Erinnerung, was wir halt zuletzt gemacht haben. Ich weiß auch, sie hat irgendwie Zauberfähigkeiten. Genau da. Ganz kurz, funktioniert. Ha. Da zuckst du auch sofort zusammen. Ja, läuft schon Blut aus der Nase. Ne? Okay. Oh mein Gott. Was heißt nochmal, was heißt denn Keck? Ich hab so diese Phase, wo diese ganzen coolen Abkürzungen eingeführt wurden in die Jugendsprache, habe ich leider alle so mehr oder weniger übersprungen und verpasst. Deswegen kann ich jetzt leider nicht sagen, was Keck bedeutet. Okay heißt ja okay. Versprochen. Aber Keck, kein Plan. Wenn es einer von euch weiß, dann möge es mir mal bitte in die Kommentare schreiben. Das wäre echt total nett von euch. Dein Ritter in strahlender Rüstung hier, du weißt. Ich weiß, du sorgst dich um mich. Ach, der sieht doch ziemlich gesund aus. Nichts passiert. Oh, ein Tagebucheintrag. Ich sollte mich zu Chloe am Rand der Klippe gesellen. Ah, okay. Wo, haben wir den zuletzt gelesen hier? Oder ist es der letzte, der aktuelle, den wir lesen müssen? Ich habe keine Ahnung mehr. Also, dann fand ich ein Foto von Chloe und Rachel Amber. Chloe flippte aus und wirkte mir ein dafür rein, dass ich mich nie gemeldet habe. Ich glaube, das hat man schon gelesen. Ich lese einfach mal das hier. Ich fühlte mich noch mieser, dass ich sie all die Jahre allein ließ, in denen sie mich am meisten brauchte. Du bist scheiße, Max. Oh, das haben wir auch schon gelesen. Dann erinnere mich. Du bist scheiße, Max. Ich erkundete weiter und zog den Paranoia-Hauptgewinn ein Überwachungssystem in Chloes Haus mit Kameras im Flur und in einigen Zimmern. Echt unheimlich. Wie paranoid muss man sein, um Kameras in seinem eigenen Haus anzubringen? So wie Chloes Stiefvater schätze ich. Ich verstehe, warum sie rebelliert. Ja, das kann man sehr gut nachvollziehen. Ich konnte meine blöde Kamera nicht reparieren. Chloe sah das Schmetterlingfoto und wusste, dass ich im Bad den Alarm ausgelöst hatte. Ich frage mich, wie sie darauf kommt. Nur wegen dem Schmetterlingsfoto. Ich meine... Der Schmetterling ist doch reingeflogen, da war sie doch, hockte sie ja schon in der Ecke und der Schmetterling saß auf dem Eimer und konnte eigentlich aus der Sicht von Chloe gar nicht gesehen werden. Also wie hat sie das mitbekommen? Fällt mir mal gerade so ein. Naja. Und wusste so, dass ich im Bad den Alarm ausgelöst hatte. Ihre Haltung änderte sich völlig, als sie erkannte, dass ich ihr das Leben gerettet hatte. Es hätte auch anders ausgehen können. Sie war so glücklich, als seien wir wieder Kinder und es war toll. Und es war toll, sie so zu sehen. Sie gab mir sogar die alte Instamatic-Kamera ihres Vaters als Symbol unserer Wiedervereinigung. Sie drehte die Musik auf, tanzte auf ihrem Bett wie eine Verrückte. Sie brachte sogar mich zum Tanzen. Ein wenig. Dann tauchte Chloes Stiefvater auf. Es war David Manson. Können Sie mich gleich so David Manson nennen oder so? Würde eher passen. Ich konnte mich nicht verstecken und David war wütend wegen der Musik und weil ich da war. Außerhalb der Schule war er noch furchteinflößender. Er beschuldigte Chloe, eine seiner Waffen gestohlen zu haben. Dann wurde es ernst. David fand Chloes Join und rastete aus. Ich sagte, es war mein Hasch und er ging auf mich los, aber Chloe ging dazwischen.
Eigentlich hat ja Chloe gesagt, dass es Max Join war. Naja, David hat es jetzt auf mich abgesehen. Aber was soll's. Chloe war gerührt, dass ich die Schuld auf mich nahm. Naja, es wäre auch ein bisschen traurig gewesen, wenn sie danach noch wütend gewesen wäre. Schließlich hat Chloe die Schuld auf Max geschoben. Naja, Chloe und ich beschlossen, auf Erkundungstour zu gehen, wie beste Freunde es nun mal tun. Oder ehemals beste Freunde. Naja, was soll's. Holzscheite. Birds are so lucky, they can always escape. Alter, sie ist so melodramatisch, so fast schon, weiß nicht, so richtig depressiv, die Frau. Ui. Achso, so ging das ja. Oh my god, I forgot all about this. Too bad I can't rewind that far back. Max plus Chloe. BFF. Puakis? Oder Puartis? Best Friends Forever? Keine Ahnung, was das andere Wort da heißen soll. Jedenfalls wurde es 2008 eingraviert. Achso, aber wie passend zur Freundschaft ist der Baum auch kaputt gegangen. Ha. Ein Zeichen? I don't remember this at all, but it seems like it's been here for a long time. Naja, es ist noch nicht großartig zugewachsen, wie es aussieht. Und es ist noch nicht durch Randale kaputt gemacht worden. Ah, hm. Oh, guckt euch das an. So schön. Ist das ein Thumbnail? Es könnte ein Thumbnail werden. Mal gucken. Guck mal, da haben, hinten in der Stadt wedeln die Bäume auch so ein bisschen rum. Sieht ein bisschen mehr aus wie im Ölfarben, die da so verbüscht werden. Aber egal. Man will ja auch nicht rumnörgeln andauernd. Wow, Sir. Chloe drew that to mark our tree fort, so we'd always be able to find each other in case of emergency. Ah, das ist unser Baumhaus. No. Mein Kater jault schon wieder im Flur, weil ich ihn aus dem Wohnzimmer geschmissen habe. Der Arme. Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. I never made it. Du bist auch eine Spießerin. Trust no one. How long has that been here? Vertraut niemanden. Oh, das ist Chloe. Ah, jetzt haben wir ja mal die Möglichkeit, hier mal genau mal kurz umzugucken. Oh, das ist ein Graffiti. Clearly, the Bigfoots are everywhere. Sie sind überall. Eine Intrige des Staates. Oh, noch ein Graffiti. Oh, was ist das denn? Weird. Those glyphs remind me of the wind. Wie kommt man darauf an den Wind? Sieht aus wie eine mathematische Formel oder irgendwie so. Ja doch, da ist ein Wurzelziehzeichen. Also irgendwie der Grafik hier hat ja was. Ich meine, um jetzt nochmal so ein bisschen rumnörgerlicher aufzudrücken. Ich meine, der Grafikstil sorgt dafür, dass eben so eine eher miesen Effekte oder so wie im Hintergrund, sieht dadurch halt eher ein bisschen künstlerischer aus. Was ich aber auch nicht schlimm finde. Oh, Fußabdrücke von Wölfen oder Hunden? Those sure aren't big feet. What kind of animal left those prints? Also es hat vier Finger, in Anführungsstrichen. Es ist eine Tatze. Für Tatzen ist es zu groß, würde ich sagen. Es könnte ein Hund gewesen sein. Der ist vielleicht da rangegangen, hat da gegengepinkelt. Könnte man nur probieren, wenn man einen Stein mal kurz leckt, ne? Ui, was ist das denn? Alter, gibt's immer so viel zu guten. A tree haiku? How pretty. Turn this way, no or face the lonely autumn tree and never look back. Autumn ist doch Herbst, oder? Den Herbstbaum? Gehe diesen Weg jetzt oder face, also ach, keine Ahnung. Ich belasse es mal lieber dabei, es wird sonst so traurig. Ich kann ungefähr verstehen, was er meinte. Übersetzen ist nochmal die andere Frage. Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps. Ja, gut, aber nach deinem Traum würde ich jetzt da nicht unbedingt reingehen, ne? Hey, Chloe. Na, Chloe, wie geht's dir? Hey, du siehst ja depressiv aus. This would be a nice photo of Chloe, framed by the sun.
Du siehst genauso depressiv aus wie ich. Und zwar die ganze Zeit. Kurios. Sure you don't want to be alone? Have a seat, Pete. Ach, mit Vergnügen. My pleasure. Feels nice out here after all that drama. You really took one for Team Chloe. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Er hat Kate blöd angemacht. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Ja. Well, yeah, I couldn't help it. Never change. What did you find? Creepy photos of Kate Marsh. Other Blackwall students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He is so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Was ist Nathans Geheimnis? What's Nathan's secret? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. And Nathan? So, what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Dieses Schwein. I am so furious, I can't even speak. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. Also mal abgesehen davon, dass wir schon mal wissen, dass der Schuldirektor absolut nutzlos ist und Flachpfeife, ist die Frage, ob die Polizei sich darum kümmert. Ich meine, der Schuldirektor ist ja scheinbar schon mehr oder weniger eingekauft. So mal kurz im Supermarkt für kaufbare Verwalter schon mal eingepackt geworden und dann müssen wir jetzt ist die Frage, Polizei wird wahrscheinlich auch nicht so viel bringen. Außerdem wird Chloe niemals zur Polizei gehen. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Oh, good thing you notified the principal. I feel safer already. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Oh no!
Oh, ein Reh. Oh, folge dem Geisterreh. Immer eine gute Idee. Ist Chloe still up there? I have to find out. Ui. Dass ich mir das Schild angeguckt habe. Hello, Oregon Nature Lovers. Naja, lassen wir es mal dabei. Hey, Reh. Hey, Reh. Hey, bei der letzten Vision war mal hinter dem Baumstamm. Was soll ich jetzt da? Hä? Also ich könnte einfach durchkriechen, mal so abgesehen. I feel like the doe is leading me. Also muss ich jetzt die Zeit zurückdrehen und dann steckt der Blitz ja immer rein. Hä? Achso doch, warte mal, ich kann ja hier stehen bleiben. Hm. Ui. Und da fällt er wieder. Mensch, so eine Zeitreisefähigkeit ist, hat schon seine Vorteile. Vor allem ist die Art von Zeitreise, wo man an dem Ort bleibt, wo man stand. Hm. Hey Reh, hey Reh. Ich hab keine Bären dabei. Ich hab das überlebt. Eieiei. Heilung. Heilung. Oh. Wie so ein Jump'n'Run. In einer Vision Zeitreisefähigkeit nutzen. Wer denkt sich sowas aus? Oh mein Lord! The tornado is back! Nein! Ah, fuck. Und tschüss. Eine Zeitung? Oh Gott, was steht da drauf? October 11? Is this Friday? That's only 4 days away. Oh no. The tornado is headed straight for the town. Scheiße. Chloe, you're here. I'm back. Oh my Lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But hi? Right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. Es schneit. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything.
Oh. Ah, eine neue Kamera. Wer ist das? Oh, Rachel Amber. Und Ordner zu Rachel. Oha. Oh, das war Episode 1, Chrysalis. Oh, dann werden wir uns in der nächsten Folge ja wiedersehen, wenn es dann in die Episode 2 geht, wie auch immer die dann heißen wird. Aber ich muss einmal wirklich zugeben, also ich finde die Musik super geil in diesem Spiel. Ich meine, ich bin froh, dass man dafür scheinbar keine Strikes oder sonst irgendeinen Kram bekommt, aber ich monetarisiere auch nicht. Aber wirklich, diese Musik ist so stimmungsvoll, so schöne Musik irgendwie. Kann man nicht meckern. Grafik ist eigentlich für die Art und Weise des Spiels vollkommen ausreichend, finde ich. Klar, man hätte jetzt irgendwie krasse Grafik machen können, aber ganz ehrlich, so ein Verein wie Telltale Games, die kriegen es auch nicht besser hin. Ich finde sogar, dass das Spiel deutlich besser aus. Und das ist ja eigentlich nur ein Indie-Entwickler und Telltale Games ist ja kein Indie-Studio mehr. Ist ja schon eher ein großes Studio. Tja, jedenfalls hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen und auch die erste Episode von Life is Strange. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, die heißen mag wie, keine Ahnung. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, ich lasse noch den Abspann durchlaufen und dann bis zum nächsten Mal. Und vergesst natürlich, das werde ich jetzt in Zukunft immer sagen, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, falls es euch gefallen hat. Ja, ich mache es jetzt wie alle anderen YouTuber. Also, ja, verurteilt mich, aber dann müsst ihr alle anderen auch verurteilen. Hohoho. Okay, also liken, abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Cheerio. So, da bin ich nochmal. Okay, ich habe jetzt das Intro einfach mal, Outro nochmal komplett einfach mal übersprungen, weil es geht wirklich lange. Und nach jeder Episode sich das anzutun, ist dann doch ein bisschen etwas nerviger. Deswegen, wir machen das mit dem Outro dann, wenn wir das Spiel komplett durchhaben. Aber ich habe gesehen, dass es hier noch diese Aufzeichnung gibt. Und das ist irgendwie ganz cool. Okay, du hast Nathan gemeldet. Oh, das haben 64% gemacht. Nice. Krass, die meisten haben ins Rechtssystem quasi vertraut. Und haben festgestellt, okay, das, ja. Hat sich ja nicht als sehr gut erwiesen. Okay, was haben wir hier? Du hast Victoria verspottet. Okay, du hast Victoria verspottet. Haben tatsächlich nur 26% gemacht. Die meisten haben Victoria getröstet. Okay. Also verdient hat sie es ja nicht, aber wer weiß, was da so möglich gewesen wäre, ne? Okay, du hast ein Foto davon gemacht, wie David Kate belästigt. Du hast eingegriffen und Kate geholfen. Also das haben die meisten gemacht. Klar, ein Beweisfoto mag ja durchaus sein, dass es irgendwo sinnvoller ist. Aber ganz ehrlich, Helden entstehen in der Situation. Und wir waren Helden. Wir sind Helden. Okay, auch wenn es wahrscheinlich eh nichts bringt. Okay, und wir haben die Schuld auf uns genommen. Das haben nur 28% gemacht. Okay, die wenigsten haben die Schuld auf Chloe geschoben. Du bist im Versteck geblieben, waren 36%. Okay. Du bist herausgekommen, um einzugreifen. Ach so, klar, wir hätten ja mit der Zeitreisefähigkeit hätten wir auch das verhindern können, dass hier dass der Schrank zusammenbricht. Und dann hätten wir uns im Schrank verstecken können. Und dann wäre trotzdem das Problem gewesen, dass wir
Ja, dann hätte Chloe die Schuld bekommen für die Drogen. Oder halt wie die Leute hier, Zeit zurückspulen, im Schrank bleiben und dann rauskommen, wenn's heißt Drogenprobleme. Wäre doch sinnvoll, kann man im Gespräch eigentlich auch zurückspulen? Das wäre eigentlich gar nicht mal so doof. Dann könnte man herausfinden, okay, er reagiert allergisch auf die Drogen, dann spult man zurück und dann blub, nimmt man die Drogen weg. Naja, so, dann, was ist das hier, aktualisieren? Ergebnisse von Freunden? Ergebnisse weltweit, okay. Nächste, verlassen. Was ist nächste? Das sind ja schon alle nennenswerte Sachen hier. Okay, gucken wir mal, was die Freunde gesagt haben. Okay, oh, die meisten meiner Freunde haben tatsächlich die Wahrheit verheimlicht. Okay. Ich habe Victoria verschuldet. Die meisten meiner Freunde haben sie getröstet. Die meisten meiner Freunde haben immerhin eingegriffen. Sehr gut. Und, oh, die meisten sind heraus. Also, die wenigsten, also keiner hat die Schuld auf Chloe geschoben. Ein paar sind scheinbar im Versteck geblieben und der Großteil ist im Versteck rausgekommen, aus dem Versteck herausgekommen. Und ich habe mich ja gar nicht versteckt. Ich bin ein Mann, ich stelle mich der Gefahr. Oh. Was ist das hier? Macht nichts. Okay, was nächste? Ah, hier gibt's noch mehr. Du hast Daniel ein Porträt zeichnen lassen. Das haben die wenigsten, haben die wenigsten gemacht? Okay. Okay, krass. Von meinen Freunden wollte keiner, haben die meisten gesagt, nee, Überwachungskameras sind doch ganz toll. Aha. Oh, die meisten meiner, oder eigentlich alle meiner Freunde haben 100% gemacht, haben alle dieser Alicia geholfen. Ich meine, man kann ja seine Fähigkeit nicht für jeden Scheiß nutzen. Tut mir leid, Alicia. Du hast Beleidigung auf Kates Tafel weggewischt. Das haben die meisten nicht gemacht. Okay, krass. Du hast eine Pflanze gegossen, das haben auch viele nicht gemacht. Alter Schwede, was habe ich für Freunde? Du hast Dinahs Test nicht angefasst. Okay, zusammen. Du hast Victorias Foto neu angeordnet. Oh, das haben auch viele nicht gemacht. Du hast auf dreckiges Wohnmobil geschrieben. Okay, man konnte auf ein dreckiges Wohnmobil schreiben. Das wusste ich auch nicht. Ich habe den Vogel. Was? Die meisten haben den Vogel nicht gerettet? Weißt du, aber so, sowas hier verhindern, ja? Das verhindern sie alle. Aber einen Vogel retten? Alter Schwede. Du hast Chloe Schneekugel zerbrochen. Du hast Chloe Schneekugel nichts zerbrochen. Was? Schneekugel? Okay. Du hast eine Lösung von Davids Sachen Spuren hinterlassen. Du hast keine Spuren hinterlassen. Ja, genau so sieht's aus. Du hast Davids Akten gelesen. Weltweit. Aha. Na gut, belassen wir es dann einfach mal dabei. Verlassen. Life is Strange, Episode 2, Out of Time. Hey, das ist eine Anlehnung an Zurück in die Zukunft, Outer Time. So, aber ich würde sagen, an der Stelle beenden wir jetzt hier die Folge. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal mit dieser überlangen Folge. Cheerio!